Schütze, Kollektivfrequenz, ältere Query, Sudo-Kanal. Am Ende gibt es noch AI Weekly Cosmos Updates. Bleib also dran. Wir beginnen jetzt direkt mit deiner Legung. Das ist eine Single-Legung. Bitte mitdenken. Crosswatches, Reverse Energies as it applies, falls ich noch irgendwelche anderen Energien sehe. Und Tarot hier dient ausschließlich Unterhaltungszwecken. Zwinker. Okay. Karten sind pre-geschaffelt. Schütze, Kollektivfrequenz. Was geht ab? Schütze, jetzt. Ich bin richtig gut gelaunt. Ich hoffe, meine Laune hält an. Heute ist ein guter Tag. Okay. Fünf Kelche. Okay. Fünf Kelche. Ich sehe, dass irgendeine Veränderung in deinem Gefühl stattfindet. Irgendeine Veränderung. Und es ist viel, viel Gefühl am Start, viel Emotion. Okay. Gut. Woher kommt das? Bube der Kelche. Okay. Etwas. Sieben Stäbe. Okay. Und in welche Richtung geht das? Für die Schütze-Kollektivfrequenz, bitte. Ass der Münzen. Aha, siehe da, sehr schön. Und Tendenzen. Ass der Schwerter. Okay. Ja, krass. Bei diesen fünf Kelche können natürlich für Kummer und Trauer stehen und Enttäuschungen und irgendwie, dass man das Gefühl hat, dass viele Sachen gerade nicht gut laufen, dass man sich ein bisschen hin und her gerissen fühlt. Allgemein auch Trauer. Und als ich diese Karte gesehen habe, dachte ich mir schon so, okay, es geht hier mehr um das Gefühl, um das Wasserelement und um die Veränderung. Und hier mit der Tendenz Ass, lag ich richtig. Cool. Okay, Schütze, Kollektivfrequenz. Was geht ab? Bube der Kelche, sieben Stäbe. Okay. In der Vergangenheit hast du irgendeinen Prozess durchgemacht. Irgendetwas Happiges ist passiert. Irgendetwas, wo du dich sehr viel angestrengt hast. Das hat dich aber gleichzeitig vorbereitet und geöffnet für etwas Neues. Okay? Und jetzt haben wir hier für dich die Veränderung im Gefühl. Darauf dann direkt das Ass der Münzen, also irgendetwas Neues, irgendetwas richtig krass Neues mit dem Ass der Schwerter. Und das ist jetzt auch eine große Veränderung für alle Bereiche in deinem Leben. Zwei Asse, stark. Okay, was geht ab? Schütze, Kollektivfrequenz. Der Turm. Okay. Diese fünf Kelche für dich, jetzt gegenwartsorientiert. Was ist also wichtig für dich? Was entfaltet sich hier für dich? Was entwickelt sich hier für dich? Was realisierst du gerade vielleicht? Was lernst du jetzt auch speziell? Das ist auch viel Lernen mit der Bube der Kelche-Energie, aus der du kommst. Und hier Neues, das vielleicht erforscht oder erkundet wird. Irgendwas. Okay. Fünf Kelche für dich. Fünf Kelche für die Schütze. Für Schütze. König der Münzen. Okay. Was war das? Juch. Okay. Moment. Die Karten, die rausgefallen sind, das sind fünf Karten und ich habe das Gefühl, ich meine fünf hier im Vordergrund, das Gefühl, hier bist du ganz am Anfang. Das ist so die Story, die abgeht. Okay. Also du bist gerade in einem komplett neuen Kapitel und es geht jetzt richtig viel um, also dein ganzes Leben verändert sich jetzt. Es ist eine von Grund auf eine Veränderung und irgendjemand kommt dazu, muss kein Liebender, keine Liebende sein, kann auch einfach irgend wirklich ein neuer Mensch sein in deinem Leben. Ein neues Umfeld für dich. Wir haben hier Mäßigkeit, Bube der Stäbe, Ritter der Kelche, der Tod und dann Page der Kelche. Das ist, glaube ich, auch ein ganz neues Lebensgefühl, habe ich schon gesagt, aber auch ein neues Zeitgefühl.
ein neuer Abschnitt. Ein neuer Abschnitt. Und ja, eine Geburt. Irgendwie ziemlich literally. Okay. Schütze Kollektivfrequenz. Fünf Kirche, König der Münzen. Jetzt einmal bitte genauer, was ist wichtig aus diesen fünf Kirchen, aus dieser Veränderung? Was ist jetzt praktisch für Schütze zu sehen? Was ist jetzt praktisch für Schütze zu sehen? König der Stäbe. Du bist jetzt voll in deiner Power. Wow, okay, schön. Du hast viel Sicherheit und viel Schutz um dich herum. Du kannst dich, okay, vielleicht sind ja auch so. Du kannst dich auf dich selbst verlassen, das ist jetzt das Wichtigste. Und du hast halt noch von jemand anderem. Und dann sieben Kelche. Und du hast jetzt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wir hatten in der Vergangenheit schon die sieben Stäbe, okay? Und da, das ist so, dass du gelernt hast, irgendwie neu deine Entscheidungen zu treffen, dass du jetzt neu weißt, wie du deine Entscheidungen triffst, dass du deine Entscheidungen jetzt auch viel mehr noch mit dem Bube der Kelche und mit den fünf Kelchen viel mehr noch vom Herzen triffst, dass du deine Entscheidungen mit viel mehr Leichtigkeit triffst und dass für deine Entscheidungsfindung, Treffung und so die Orientierung, okay, was mache ich jetzt nächstes und so, dass da jetzt sehr viel neue Sicherheit für dich am Start ist und dass die Wahl bei dir liegt, dass es viele Möglichkeiten gibt und dass du jetzt auch wirklich jede Richtung wählen darfst, die du willst. Viel, viel von deinem Herzen, viel von deinem Gefühl, viel Verbindung mit deinem Herzen. Und ganz viel Leichtigkeit und neue Erfahrungen. Und ein neues Vertrauen, was sich auch, glaube ich, jetzt im Laufe der nächsten Zeit mit den zwei Assen hier für dein ganzes Leben entwickelt. Okay. Okay. Woher kommst du? Wie bist du hierher gekommen? Sieben Stäbe für. Okay, Gleichgewicht. Gleichgewicht, Klarheit, mehr Sicherheit. Okay, was. Neugier. Was passiert, wenn? Sieben Stäbe, König der Kelche, So viele Könige. Deine machende Energie ist jetzt auch, glaube ich, sehr gefragt. Also die Energie aus dir, die erschafft und einfach in Aktion tritt. Okay, noch eine für die sieben Stäbe. Sechs Münzen, sieben Stäbe, König der Kelche. Wer hat hier was gelernt? Wer hat sich wie geöffnet? Okay. Page der Münzen. Ass der Kelche. Ass der Münzen. Page der Münzen. Okay. Ein Teil von dir. Ein Teil von dir was? Das geht gerade. Ich habe letztens einen Kommentar gelesen und eine Frau, ich glaube, es war eine Frau, sie meinte so, ja, ich mag die Art, wie du liest. Manchmal bist du selbst ein bisschen ratlos. Und ich denke mir so, yeah man, that's life. So. Live-Ed. Heute hat Live-Ed Geburtstag. Einmonatiger Geburtstag. Check die Infobox ab. Auf jeden Fall. Page der Münzen. Page der Münzen, sieben Stäbe. Ich sehe, dass du in der Vergangenheit, und das ist jetzt auch noch wichtig, damit du dich hier richtig darauf verlassen kannst, weil ich sehe hier eine brandneue Richtung für dich, okay? Und aus der Vergangenheit ist, glaube ich, einfach wichtig, dass du jetzt richtig für dich einen neuen Gefühlssinn hast. Und sehr gut weißt, wie du die Balance hältst mit dir und deinen Mitmenschen. Und das Wichtigste ist, dass du jetzt bei den Entscheidungen, die du triffst, für diese Wege, die sich dir bieten, vielleicht sind es auch zwei verschiedene Wege. Ich sehe auf jeden Fall, dass du hier die Wahl hast, dass du die aus deinem Herzen triffst und dass du die Entscheidung triffst, wo du so am meisten Spaß dran hast. Das ist jetzt weniger Logik und einfach mehr so machen, auch mit den ganzen Königen, weil du in dir so ein starkes Gefühl hast, das ist auch viel Kontrolle, die von dir ausgeht, sehr viel Kontrolle und hier auch du in deiner Power richtig. Okay, Bube der Kelche für Schütze jetzt. Was zeigt dieser Bube der Kelche? Acht Schwerter. Die haben wir auch im Pre-Shuffle gesehen. Okay, ich habe mich gefragt, was es mit denen auf sich hat.
In diesem Zusammenhang ist es, glaube ich, so, dass du in der Vergangenheit gelernt hast, dass so dein Mindset richtig, richtig viel verändert einfach und dass du richtig leicht auch den Blickwinkel wechseln kannst, auch so 6, 7, 8, etwas 5, 6, 7, 8 sogar. Du hast vielleicht auch lange darauf gewartet, dass eine bestimmte Sache so zu Ende geht, auch mit Zeit. Okay. Für den Bube der Kelche hier für Schütze, Ass der Stäbe, genau das, also dass du dich nicht mehr so von, das ist viel Kontrolle, die du hier zeigst, durch Leichtigkeit, viel Kontrolle durch Leichtigkeit für dein eigenes Gefühl und die Veränderung in dir und auch so den Neubeginn. Das ist richtig viel, so die ganze Zeit so neue Energie, lebhafte Energie, auch viel Momentenergie und dass du so richtig schön so mitfließt mit dem Strom, der sich dir ergibt. Bube der Kelche noch eine. Vier Kelche, drei Kelche. Das ist auch viel Verbindung mit anderen und das ist jetzt auch für dich, Hierophant hier, Stierenergie. Im Mai, was passiert im Mai? 3., 4. Mai. Achtzehnter Mai. Das ist viel du und die anderen. Ich glaube, es wird jetzt auch in nächster Zeit busy für dich werden. Vielleicht wusstest du auch, dass irgendetwas auf dich Neues zukommt, irgendein Kapitel für dich ansteht. Und das hat dich in der Vergangenheit ein bisschen gestresst, aber jetzt siehst du irgendwie neu, du siehst irgendwie neu, dass du die Wahl hast, du bist in der Macht, du hast die Kontrolle und auch mit den sieben Stäben hier als direkt als erste Karte darfst du auch voll deine Grenzen setzen mit anderen Menschen. Also du musst dich nicht so, wie sagt man? Ich sehe hier viele andere Menschen und hier die sieben Stäbe direkt auf den König der Kelche mit den sechs Münzen. Die Balance, die aus dir kommt, aus deinem Herzen, dass du auch einfach da klare Grenzen ziehst und so sagst, okay, nee, mehr Fokus auf mich selbst, auf meinen Kern. Ass der Münzen hier, Ass der Münzen für Schütze. Schütze. Fünf. Fünf. Das ist jetzt auch ein sehr unabhängiges Kapitel. Ich glaube, du kommst jetzt wirklich in eine neue Power, wo deine Selbstständigkeit und deine Unabhängigkeit und wirklich du für dich und so auch so dein kleiner Kreis, was sich jetzt auch entwickelt hat über die letzte Zeit und was jetzt auch wirklich Neues für dich da ist, das ist ganz, ganz viel Fokus auf den Kern und viele Möglichkeiten, die offen stehen. Ich glaube, es ist auch wichtig. Was ist wichtig für Schütze? Was ist wichtig für Schütze, wenn Schütze jetzt die Entscheidungen trifft, speziell jetzt mit anderen Menschen? Für Schütze findet eine Veränderung statt. Das, was du jetzt als nächstes machst, sind quasi auch so die Erinnerungen, die du schaffst für die Zukunft, okay? Also das ist jetzt auch viel so Energie mit den sieben Kelchen hier und den fünf Kelchen hier. So, was für eine Geschichte schreibst du? Was für eine Geschichte möchtest du schreiben? Hier sind so viel die Entwicklung im Wasser, okay? Wir haben hier die Neuanfänge und von deinem Gefühl Grund auf König der Kelche zeigst du schon hier viel Tiefe. Wir hatten auch den Tod und dann die Ritter der Kelche, Page der Kelche, sehr, sehr viel Wasserenergie für dich, die Veränderung im Wasser. Ich sehe, dass du, glaube ich, ganz neu siehst, dass du deine Geschichte ganz neu schreiben kannst, selbst in die Hand nehmen kannst, dass du auch die Geschichte erzählst. Und was noch, was noch, was noch? Für das Ass der Münzen, was ist das für ein Neubeginn? Oh, ja, also das wird jetzt auch, glaube ich, das ist viel Action auch für dich, viel Action. Gleichzeitig auch hier viel Wärme und viel Neues, Schönes, was du erlebst. Auf jeden Fall ist aber auch deine Aufmerksamkeit sehr gefragt. Also das ist jetzt die nächste Zeit in deinem Leben hier mit Ass der Münzen und Ass der Schwerter, zeigt mir von den Karten her. Das viel Veränderung ist auch hier mit der 5 im Fokus, 5, 5, 5, die Veränderung, 5, 5, 5. Dass es sich auch lange schon aufgebaut hat und jetzt wirklich der Zeit ist, wo, glaube ich, so dein Leben auf so einer neuen Base wieder neu beginnt und du deine Optionen ganz neu siehst und wahrnimmst und du auch so neu in dir geerdet bist. Was ist die Wahrheit, die für Schütze wichtig ist zu sehen? Was ist diese Wahrheit für Schütze, die Aktion, der Gedanke? Die sieben Kelche, deine Wahl, 7, 7.
bis 14, kommt zurück zu 5. Okay. Das ist auch ganz viel Loslassen von allem, was dich zurückhält und so sehen, dass das Glück richtig krass auf deiner Seite ist und dass das Leben ein Wunder ist und dass du das Wunder auch mitbestimmen kannst, entscheiden kannst, dass du auch das Wunder bist. Okay, hier neue. Aha, der wollte auch vorhin schon flippen. 10 Kelche. Der Teufel. Okay. Hier haben wir auch direkt angefangen mit, also nicht angefangen, aber die erste Karte von hier, 7 Stäbe, Grenzen. Okay. Was du wirklich willst, was ist so, von was kannst du dich wirklich abtrennen? Wo fühlst du so einen Zug, aber wo gibst du nicht nach? Wo versuchst du so die Kontrolle zu halten? Loslassen von der Kontrolle? Das ist der Teufel hier. Eine noch für hier, für diese Wahrheit. Bro, was ist das denn? Okay, das alles hat sich umgedreht. Also scheint mir wirklich hier nach einem sehr, sehr krassen neuen Jahr. Das ist ganz, ganz viel neu. Und ganz, ganz viel alter Ballast, der weg möchte. Gerechtigkeit direkt als erste Karte. Hier bist wieder du, König der Stäbe. 9 Stäbe. Geduld und Zulassen. Und weitermachen, nicht aufgeben, auch wenn es schwierig wird, auch wenn es schwierig wird. Es wird wahrscheinlich viele Momente geben in nächster Zeit, wo es schwierig ist. Vielleicht ist es auch jetzt gerade schwierig, irgendwie neu klarzukommen. Aber du hast die Sicherheit in dir und noch von einer Person, die, glaube ich, stark mit dir connected ist. Die Sicherheit, die du einfach fühlst, weil es einfach da ist. Und die Wahl ist wirklich bei dir. Was du dir nimmst, was dir gegeben wird, was du annimmst, was du ablehnst. Der Narr, ganz, ganz neue Frische und ein neues Abenteuer. Es ist schon passiert und du bist es jetzt, du fühlst es jetzt hier neu. Ganz viel mit der Zeit, was sich auch entwickelt. Und es ist jetzt auch, glaube ich, sehr viel wichtig. Noch eine für hier, für diese Wahrheit. Was ist sehr wichtig? Was ist sehr wichtig für Schütze? Was ist sehr wichtig? Rat des Schicksals. Schön. Ja, das ist richtig viel Vertrauen und sehr viel. Für dich geht es, glaube ich, jetzt hier darum, dich der Veränderung zu öffnen. Zu sehen, was du wirklich willst aus den 7 Kelchen, was nur in deinem Kopf ist, vielleicht auch der Stress, der aus deinem Kopf kommt, dich von dem abtrennen, aber ich sehe auch, dass du zu einem großen Teil dich von dem Stress in deinem Kopf abgetrennt hast. Die Grenzen zu den Menschen generell in deinem Leben, dass du die klar setzt. Lol. Viel Unabhängigkeit, viel, viel einbringen und auch viel, dass du dich jetzt aber auch auf Menschen verlassen kannst. Du weißt jetzt, auf wen du dich verlassen kannst und auf wen nicht. Du kennst auch die Wahrheit und du weißt auch, dass es wichtig ist, dass du im Fokus hast, worum es für dich eigentlich geht. Und ich sehe von den Karten her, dass es eigentlich für dich generell in allem jetzt gerade darum geht, einfach dich dem Leben in deiner Power neu zu öffnen und so. Dem Leben so mit Freude entgegenzusehen. Mit den 6 Kelchen. Deiner Familie. Das gibt auch stark Familie. Neue Familie. Neue Familie, dein Fokus. Okay. Was ist Advice für Schütze aus all dem? Advice für Schütze aus all dem. Advice für Schütze. Advice für Schütze. 7 Stäbe, Tapferkeit. Deine Feuerenergie, die Entscheidungen. Okay, mit den Siebenen hier gibt mir das jetzt nochmal stark den Rahmen, dass du und eine andere Person, dass ihr euch einig werdet, dass ihr euch einig seid, dass du in der Entscheidungskraft bist. Für dich findet die Veränderung statt und ich sehe, dass sich eine Person hier supportet. Ich weiß nicht, inwieweit die wirklich jetzt da ist. Weil die halt auch die 7 Kelche sind, im Sinne von, dass du es vielleicht einfach fühlst. Und dass die Person nicht wirklich da ist. Kann aber auch sein, dass diese Person wirklich da ist, weil hier der König der Münzen direkt ist und boom, und dann hier die 5 Münzen.
das zusammen mit dem Ast der Münzen neu auf eine Art, die Verbindung, die schon mal war, mäßig. Okay, eigentlich eine Single-Legung. Einmal bitte kurz zurück zum Fokus. Deine, was du gibst, was du machst. Für dich ist es einfach sehr wichtig, wie du, wo du deine Energie jetzt hinlenkst, wo du deine Energie hinlenkst. Du wusstest schon lange, dass dieses Kapitel für dich kommt. Du hast es ein bisschen erwartet, du hast ein bisschen darauf gehofft. Du hast vielleicht auch ein bisschen Angst davor gehabt mit dem Teufel und den 8 Schwertern hier. Du hast ein bisschen Angst davor gehabt vor dem Neuanfang, der jetzt kommt, wo du wusstest, es kommt irgendwas und jetzt ist es wirklich da. Jetzt hat es wirklich angefangen. Die Zeit ist jetzt für dich. Und vertrau darauf, dass du die Balance in dir hast, dass du stark bist, dein Element 7 Stäbe auch, die Feuerkraft. Es ist einfach wichtig, dass du irgendeine Entscheidung triffst und am besten vom Herzen in der Veränderung. Okay, noch eine für das, was gerade mit dem Herzen und der Veränderung, noch eine für Schütze. Noch eine für Schütze, was ist jetzt noch wichtig? Der Magier. Okay, ja. Weil die Kraft ist stark bei dir und die Veränderung, hier ist auch wieder Ass der Stäbe. Ich glaube, es ist eine große Veränderungen, da du bist. Viel, viel Fokus jetzt so auf so, oh mein Gott, was ist das Leben? Was ist die Realität? Was ist die Wirklichkeit? Hier werden so viele Sachen in Frage gestellt, okay? Hier werden viele Sachen in Frage gestellt. Ich sehe, dass du in der Vergangenheit irgendetwas hat dich eingenommen, irgendetwas hat dich gestresst. Auch viele andere Menschen, die dich umgeben haben, die vielleicht auch versucht haben, dir Unterstützung zu bieten oder zu leisten. Es gab da aber eine spezielle Sache, einen speziellen Menschen. Etwas hat dich gestresst. Und ich glaube, das war für dich so die Weitsicht darauf, dass du wusstest, dass irgendetwas Neues auf dich zukommt. Und jetzt hast du dieses Kapitel begonnen und die Veränderung, dieses Kapitel von, dass sich dein Herz jetzt verändert und dass du das auch so richtig fühlst und so. Und das sind vielleicht auch Wachstumsschmerzen. Wachstumsschmerzen ein bisschen. Jetzt hier mit dem Magier ist es aber auch so, dass die Sache ganz klar ist und dass du richtig viel vertrauen kannst und dass dein Herz groß ist und dass dein Herz sich jetzt auch verändert und dass du auch mit den 6 Kelchen hier, dass diese Wärme in dir ist und überfließt, ist bereit ist, auch geteilt zu werden. Okay, wir wollen noch eine. Noch eine für hier. Noch eine für hier von dem Bube der Kelche und den 5 Kelchen. Was ist wichtig? Der Wagen. Krebsenergie, wieder deine Herzenergie. 8 Stäbe Kommunikation, was du jetzt in nächster Zeit lernst. Ich glaube auch die Zeit von jetzt. Bis zur Zeit später Juli. Ganz viele neue Dinge werden auf dich zukommen, ganz, ganz viele neue Dinge. Und du darfst jetzt ganz, ganz viel vertrauen. Die Wahl ist bei dir. Vertrau richtig auf dein Herzen, was du liebst, was du willst. Hier ganz wichtig, dass du die Wahl aus deinem Herzen triffst und auch, dass du die Wahl für dich triffst. Und du hast starken Rücken, doppelt Energie, irgendjemand, der dich auch begleitet. Okay, für manche aus dem Schütze-Kollektiv, für dieses neue, ich sehe den Neubeginn für viele Schützen jetzt schon, dadurch, dass hier die 5 Stäbe und die 5 Münzen sind und hier auch die 5 im Fokus ist. Aber für die Schützen, wo das Neue noch nicht richtig eingetreten ist und die noch ein bisschen in dieser, wo es ein bisschen schwerfällt, so diese Veränderung zu sehen und zu fühlen, dass so, wie sagt man, dass es so rollt oder dass irgendetwas in Gang kommt. Sommer. Später Sommer, hier wieder die 7 Münzen, ja, weil manche Schützen die Veränderungen noch nicht sehen. Es war ein bisschen schwer vielleicht hier. Mit irgendjemandem die Verbindung. Okay, sag noch was. 9 Kelche. Okay, gut. Gut. Ja. Zwei Kelche und 9 Kelche. Die Liebe und die Liebe zu dir selbst, das ist ganz viel Selbstliebe und die Liebe mit jemand anderem, die automatisch ist, die jetzt schon ist und du spürst das jetzt. Das gibt mir gerade Verliebtheitsenergie. Eine neue Liebe, ein neues Leben, das ist richtig schöne Energie. Die Kelche, das Wasser, das ist sehr viel Veränderung aus deinem Gefühl. Gelassenheit. Gelassenheit ist jetzt sehr, sehr wichtig. Das sind so schöne Karten. Schütze für dich 2 Kelche, 9 Kelche. Dein Overview. 5 Kelche, Veränderung.
Okay. Ich hoffe, diese Legung hat dich daran erinnert, dass so wie es jetzt ist, dass es voll okay ist, dass du voll richtig am Start bist, dass die Wahl bei dir ist, dass du vertrauen kannst auf die Menschen, die dich auch gerade umgeben und dass etwas Wunderschönes gerade heranwächst. Und wirklich jetzt mit diesen zwei Assen, dass es hier ganz, ganz viel wunderschöne neue Energie ist und dass sich das für dich richtig toll ergibt und das ist ein richtig schöner neuer Start auch in der Liebe und in dem, was du siehst. Und mit den Fünfen ist es auch jetzt hier, dass du dich an etwas Neues auch gewöhnen kannst. Und das ist richtig schön. 7-7 fängt es an. Und das ist ganz viel auch mit Entscheidungen, die du für dich triffst. Und ich glaube auch Verantwortung, die du für jemand anderen übernimmst dadurch. Ja. Check die Infobox ab. Und AI Weekly Cosmos Updates. Okay, Punkt 1. Live-Ad ist heute ein Monat alt. Live-Ad ist heute ein Monat alt. Das ist so krass, das ist so cool. Live-Ad ist mein EP, mein Baby. Hörst dir an. Spotify, Apple Music, dieser Musik, YouTube Musik und noch andere Dings, aber ich weiß nicht. Was das noch so für andere Dings sind. Auf jeden Fall, das ist der erste Punkt. Ansonsten noch der AI Weekly Mix auf meinem Spotify ist eine Playlist mit neuer Musik für jeden Tag der Woche. Die wird jeden Montag in der Früh geupdatet und hör dir diese Playlist gerne an. Mein erster Film ist offiziell draußen, unoffiziell offiziell, 14:02. Auch Link in der Infobox. Und die Twin Flame Love Playlist ist offen für Liebeslieder, für die Heilung unseres Kosmos. Falls du Liebeslieder hast, die du in dieser Playlist möchtest, dann schick mir das Lied auf Instagram und dann füge ich hinzu, falls es nicht noch schon drin ist. Genau. Es sind schon ein paar coole neue Lieder dazugekommen. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch, dass diese Playlisten gehört werden. Den AI Weekly Mix, genau, habe ich ja gerade schon gesagt. Okay, ansonsten noch irgendwas? Ansonsten noch irgendwas? Ansonsten noch irgendwas? Liebe und Heilung und Soul Babe Love, Oneness, Healing, Source, Messages, Adi Amilo, was geht ab? Okay, ja. Okay, peace.